Genau dafür reisen wir. Wir wurden zu einem Pizzaessen eingeladen. Nachdem wir den Sizilianerinnen geholfen haben, ihre Klamotten von der Bucht zu ihrem abgelegenen Häuschen zu tragen, haben wir uns am anderen Tag mit Zitronenkuchen auf den Weg zu ihnen gemacht. Das 600 Jahre alte rustikale Haus steht mitten im Naturschutzgebiet. Auf der Terrasse mit einem herrlichen Ausblick auf die Bucht, ohne viele Worte, mit vielen Gesten haben wir gemeinsam Pizza gebacken. Die Sizilianerinnen machen erst den Teig, dann kommt Käse drauf, anschließend die Tomatensoße und dann noch ganz, ganz viele Zwiebeln. Wieder was dazugelernt. Und wir stellen fest, wir nehmen einfach immer zu wenig Olivenöl. 4 Stunden wird der Ofen geheizt und dann, nur im vorgeheizten Ofen, ohne aktives Feuer, darf die Pizza 20 Minuten backen. Und dann heißt es probieren. Bellissimo.